Genau, ich bin Michael, ich bin eigentlich Softwareentwickler, bin also Webentwicklung, Frontend-Krams, das ist so das der Bereich, den ich genau, wo ich mich wohlfühle. Und bei Tag bin ich, arbeite ich bei einer Firma, mache E-Commerce-Sachen und jetzt seit einiger Zeit bin ich nebenbei noch in einem Projekt, was EVCC heißt, wo ich jetzt gleich was zu erzählen werde. Genau, das mache ich halt auch noch. Und genau, ich habe mal irgendwann ein Buch geschrieben, mir wurde gesagt, das muss man dann immer wieder erzählen, dass man ein Buch geschrieben hat, das war auch mal egal. Wenn ihr mich irgendwie im Internet sucht, könnt ihr mich unter Naltates finden, das findet ihr auf ganz, also überall da, wo ich unterwegs bin, findet man den Namen, meistens ist es dann auch meiner. Genau, und dann lege ich mal los. Ich habe so vier Bereiche, die unterschiedlich groß sind, aber so mal grob zur Struktur. Ich erzähle einmal kurz, was das überhaupt ist, also dieses EVCC, dann was man damit machen kann, was die Funktionen sind. Dann erzähle ich ein bisschen was über das Projekt, über die Arbeit vom Projekt und wie das so entstanden ist. Und am Ende gebe ich noch ein bisschen Ausblicke. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit so fertig bin, dass wir danach noch Zeit für Fragen haben. Das heißt, ich würde jetzt probieren, die Folien durchzukriegen quasi und da können wir am Ende noch vielleicht ein Q&A machen. Das wäre jetzt so mein Plan. Genau, aber erst die Frage, warum bin ich überhaupt hier? Also wie bin ich dazu gekommen und was soll das Ganze? Genau, ein bisschen fing das an vor, ich glaube jetzt vor relativ genau 6 Jahren, da haben wir zu Hause eine Photovoltaikanlage aufs Dach gekriegt, erstmal unspannend. Was dann aber mit dieser Anlage kam, war so eine App und in der App konnte man irgendwie Dinge nachgucken. Da konnte man zum Beispiel sehen, wie viel Prozent des Energieverbrauchs pro Tag irgendwie jetzt von der eigenen PV-Anlage kam. Und das war total cool, also dieses Konzept, also Autarkie und es sind dann die Begriffe und so, da hat man einen Prozentwert. Und so ein Konzept, mit dem ich vorher noch gar nichts zu tun hatte, aber genau, das wurde so in mein Leben eingeführt mit der PV-Anlage. Und dann fing bei uns im Haushalt relativ schnell das da an. Also ich habe das mal Stromverbrauchstetris genannt. Das heißt, man guckt sich an, wo sind so die Spitzen. Und wenn man in der Lage ist, diese Spitzen zu verschieben, weil, keine Ahnung, der Wäschetrockner, die Spülmaschine oder was auch immer, das hat man ja selber unter Kontrolle, wenn man die anschaltet, hat sich relativ schnell bei uns eingebürgert, dass wir die Geräte halt dann anmachen, wenn die Sonne sowieso scheint. Heißt, die Verbräuche dann, also grüner Balken ist Produktion, wenn eigener Strom da ist, genau, dass man probiert, das irgendwie so manuell zu optimieren. Und das war ziemlich gut. Und jetzt vor 3 Jahren ist das passiert. Wir haben uns ein neues Auto gekauft und das Auto braucht halt auch Strom. Aber man sieht, wenn man das anschaltet zum Laden, dann macht das einen sehr viel höheren Peak als das, was ich da überhaupt irgendwie rein tetrissen kann, weil, ja, keine Ahnung, also 11 kW macht unsere Anlage leider nicht. Wenn man das Auto aber einfach anstellt, dann macht das 11 kW und dann passt das irgendwie nicht. Und selbst wenn man es runterregeln könnte, wäre das dann komisch, weil es ja keine Gerade, sondern irgendwie eine Kurve und was auch immer. Habe ich gedacht, ah, clever, also wusste ich natürlich vorher irgendwie und habe mir eine Wallbox gekauft, wo der Hersteller sagt, es ist eine smarte Wallbox und geht irgendwie alles und so. Und habe gedacht, gut, jetzt verbindest du ihn mit der PV-Anlage und dann ist alles gut. Stellt sich aber raus, die Hersteller schreiben da über smarte Wallbox drauf, aber so smart sind die meistens dann doch nicht, sodass ich das so tun, wie ich mir das vorgestellt hätte. Heißt, ich habe irgendwie nach einer Lösung gesucht, wie ich die Wallbox so steuern kann, dass irgendwie der Ladevorgang irgendwie sauber in dieser Glockenkurve drin ist. Genau, so soll das eigentlich aussehen. Ne? Also dieses, nimm einfach das mit, was sowieso über ist und pack das dann ins Auto. Das ist so ein bisschen die, so wie man das eigentlich haben will. Genau, das heißt, ich habe mich ein bisschen umgeguckt und war so ein bisschen desillusioniert. Weil was es so gibt, sind diese Ökosystem-Sachen. Also wenn deine PV-Anlage, der Wechselrichter und die Wallbox vom gleichen Hersteller kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Geräte irgendwie miteinander sprechen können oder es doch ein drittes Gerät gibt vom gleichen Hersteller, dass das dann irgendwie miteinander koordinieren kann. Was es inzwischen auch gibt, sind so Online-Services. Da gebe ich dann die Zugangsdaten meiner PV-Anlage, von meinem Auto, von meinem was auch immer, also von all meinen Geräten, die damit zu tun haben, gebe ich dann irgendwie einem dritten Service und der macht dann irgendwie Dinge. Fand ich aber doof, weil ich finde das, also sah irgendwie keinen Grund, warum das nicht bei mir zu Hause passieren kann, im Haus. Und dann gibt es den Bereich der Home Energy Management Systeme. Das sind in der Regel relativ teure Dinge. Die kommen so aus der Home-Automatisierungswelt, was auch immer. Habe ich mir auch angeguckt. Wäre vielleicht eine Option gewesen. Aber ich habe dann erstmal geguckt, was gibt's eigentlich so an freier Software? Was kann man da eigentlich machen? Und bin dann damals auf ein Projekt gestoßen, was zu dem Zeitpunkt noch relativ jung war. Das war so ein paar Monate alt. So Anfang Corona wurde das gestartet. Anfang 2020. Und ich bin dann so im Oktober oder so dazugestoßen, hab gesehen, okay, das sieht gut aus. Habe eigentlich erst mal Geld hingespendet, weil ich gedacht habe, oh, das ist eine geile Geschichte, bitte weitermachen. Und kriegt dann irgendwann eine Antwort mit, ja, wir haben dich mal gegoogelt, magst du nicht mithelfen? Wir brauchen irgendwie so Frontend und so, das wäre super. Naja, und da bin ich jetzt irgendwie noch nicht wieder rausgekommen. Das heißt, also seitdem bin ich da irgendwie Kernteammitglied
von diesem Projekt mit anderen Leuten zusammen. Aber dazu später vielleicht noch mehr. Genau, also so viel zum Kontext. Das heißt, genau, wie funktioniert das Ganze? Hier ist jetzt dieses EVTC einfach so eine Box, sieht ein bisschen aus wie eine App, ist aber keine App, ist irgendwie so ein, zeige ich euch auch nochmal, ist eine Software, die zu Hause bei dir irgendwie im Netzwerk läuft, gibt es unterschiedliche Arten, wie das passieren kann. Vom Prinzip sammelt das Ding Daten über die PV-Anlage, Produktionsdaten, muss wissen, was dein Hausverbrauch ist, also ob du gerade was verbrauchst oder ob du gerade was einspeist. Und dann hat es halt ganz viele Schnittstellen zu Wallboxen, um die halt steuern zu können. Um mal sagen zu können, okay, Strom ist da, Wallbox, geh bitte an. Wenn was dranhängt, dann darf das jetzt laden. Oder regel mal bitte deine Leistung ein bisschen weiter runter, weil so viel Überschuss, wie das Auto gerade haben will, haben wir zum Beispiel nicht. Genau. Und dritte Integration ist halt mit den Fahrzeugen wirklich. Das heißt, wenn die Fahrzeuge das unterstützen, ist optional, können wir auch Infos aus den Fahrzeugen rauslesen und dann auch noch cleverere Dinge machen. Aber erzähl dir ja noch was zu. Genau, wo läuft das Ganze? Also die gängigste Plattform, wie das eigentlich betrieben wird, ist Raspberry Pi oder so. Wenn man das sowieso schon hat, kann man die Software damit draufpacken. Ressourcenverbrauch ist ziemlich klein. Das läuft eigentlich überall mit. Genau, Docker auf seiner Synology. Also wenn man irgendwie eine Docker-Plattform zu Hause hat, dann geht das auch total super. Wir haben aber auch Binaries für alle gängigen Betriebssysteme. Wenn irgendwo was läuft, wo ich eigene Hardware draufpacken kann, eigene Software draufpacken kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir damit irgendwie kompatibel sind. Genau, die Grundidee ist halt wirklich, dass die Regelung in eigenen vier Wänden läuft, dass auch die Daten, zumindest da, wo man es kontrollieren kann, auch in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist so ein bisschen unser Kern. Genau, wie ist das Ganze gebaut? Also die ganze Regeltechnik und so ist in Go geschrieben und wir haben zu der Go-Anwendung halt noch ein Web-Frontend dazu gebaut, was in Vue.js gebaut ist. Die unterhalten sich da miteinander, aber genau, das ist so grob der Tech-Stack. Das sind jetzt die Poser-Folien. Wir haben inzwischen, ich habe die Folie schon mal auf einem anderen Vortrag gehabt, da waren nur halb so viele Namen drauf. Das wächst ständig, also die Anzahl der Wechselrichter, wo wir irgendwie die Protokolle sprechen und irgendwie Templates und Vorlagen dafür haben, die wird immer größer. Das heißt, zeige ich auch gleich nochmal, unterschiedliche Wechselrichter haben unterschiedliche, speichern ihre Daten unterschiedlich, haben unterschiedliche Protokolle, wie man an die rantritt, wie auch immer. Da haben wir inzwischen eine relativ große Datenbank quasi an Geräten und Implementierungen, wo wir dann halt für den User relativ einfach machen können, hier wählen Gerät aus, gibt vielleicht noch die IP-Adresse oder irgendwelche Eckdaten ein und dann kriegen wir da irgendeine Datenkommunikation hin. Genau, das gleiche bei Wallboxen, da ist es ein bisschen schwieriger, weil wir da in der Tat auch regeln müssen. Schaltbare Steckdosen sind auch mit dabei, das heißt so eine Fritz-Steckdose oder was auch mal, auch günstigere so TP-Link-Steckdosen sind relativ beliebt. Das ist nicht das gleiche wie eine Wallbox, aber vom Prinzip dieses mach sie an, wenn Sonne scheint, mach sie wieder aus, wenn die Sonne nicht mehr scheint, geht genauso auch mit der schaltbaren Steckdose. Genau, die Fahrzeugliste ist ein bisschen kleiner, aber es liegt auch ein bisschen daran, was nicht so viele Fahrzeughersteller gibt wie Wechselrichterhersteller. Das sind Fahrzeughersteller, wo die eine Online-Schnittstelle anbieten, mit der wir reden können. Nicht alle Fahrzeughersteller mögen das gerne, aber wir haben einen ganzen Satz von denen implementiert. Genau, technisch, wie läuft das Ganze? Also was spricht man da so miteinander? Ich fange mal mit der linken Seite an. So gängige Protokolle sind, ist sowas wie Modbus, war mir am Anfang, ich habe das schon mal gehört, aber war mir noch nicht so ein richtiger Begriff, aber kommt so aus der Maschinensteuerungsecke, gibt es irgendwie serielle Protokolle, man kann das auch irgendwie auf TCP/IP übersetzen, wo man irgendwie Register ausliest oder Werte in Sachen reinschreibt und dann weiß das Gerät, dass es jetzt irgendwas anderes tun muss. Das ist relativ verbreitet bei den ganzen Zähler- und elektronahen Sachen quasi. Aber auch modernere Protokolle, auch sowas wie ein HTTP, WebSockets, MQTT gibt es in der Tat ein paar Geräte, die das nativ sprechen und noch irgendwie so Protokolle, die eigentlich nur von einem Hersteller gesprochen werden, aber trotzdem irgendwie eine Protokolldefinition dafür da ist. SEMP ist, glaube ich, so ein SMA-Protokoll. Das sprechen wir auch alles in der Regel. Sofern die Geräte das unterstützen, machen wir immer lokale Kommunikation. Es gibt aber auch so modernere Zähler oder sowas, wo dann auch die Verbrauchsdaten erst in die Cloud des Zählerherstellers und dann wieder zurück in dein Haus müssen, weil das ist der einzige Weg, den der Hersteller anbietet. Also wenn das nicht anders geht, dann machen wir auch eine Online-Kommunikation. Genau, aber das ist so ein bisschen die Idee. Schnittstelle zu den Fahrzeugen, in der Regel verkabelt man die ja nicht. Das heißt, da sind wir eigentlich immer auf einer HTTP oder einer WebSocket-Schnittstelle unterwegs. Was technisch in der Theorie geht, es gibt auch Standards dafür, aber in der Praxis funktioniert das leider nicht, ist, dass man über die Wallbox auch mit dem Fahrzeug kommunizieren kann und da irgendwie Füllstand oder was auch mal auslesen kann, aber de facto existiert das irgendwie gerade nicht in der freien Wildbahn. Das heißt, wir müssen wirklich über eine Online-Schnittstelle mit den Fahrzeugen reden, wenn wir das wollen. Genau, und Kommunikation mit den Wallboxen ist ähnlich wie bei den ganzen Zählersystemen.
Genau, OCPP ist da vielleicht nochmal ein Standard, der explizit, ich weiß gar nicht, Open Charging Protokoll, das zweite P, weiß ich nicht genau, wofür das steht, ist egal. ChargePoint Protokoll, ist halt egal. Also da gibt es auf jeden Fall ein Protokoll, so ein Standard, mit dem man irgendwie in der Theorie alle Wallboxen ansteuern kann, aber das ist jetzt auch nicht so, dass jede Wallbox da spricht, sondern es ist sehr divers, was man da so findet, was die Protokolle da sind. Aber genau. Ich habe noch eine kleine Fußnote geschrieben, also in der Regel ist auf der linken Seite lesen wir alles, also wir lesen den Zählerzustand, wir lesen, ob die PV-Anlage gerade produziert. Beim Speicher sind wir aktuell auch primär lesen unterwegs, wobei da jetzt langsam Use Cases anfangen, dass man diesen Speicher auch wirklich steuern kann, dass man sagen kann, hier Speicher lade ich mal gerade nicht, oder Speicher, Strom ist gerade günstig, füll dich jetzt mal einfach auf aus dem Netz, gar nicht aus einer PV-Überschusssituation. Aber komme ich gleich auch nochmal zu. Das heißt, das ist so ein Bereich, an dem wir gerade noch arbeiten oder wo gerade so ein bisschen Musik unterwegs ist. Genau, was wir auch noch haben, wenn auf den Folien davor das eigene Gerät nicht mit dabei ist, dann haben wir auch Plugin-Schnittstellen. Das heißt, man kann irgendwie über HTTP, also über eins der Protokolle, die wir eben schon gesehen haben, aber auch über beliebige Shell-Skript, JavaScript, Go-Code, was auch immer, auch eigene Implementierungen relativ einfach mit dazu packen. Das heißt, keine Ahnung, wenn man den Toaster irgendwie, den Zustand des Toasts da irgendwie auslesen möchte oder kann bei seinem eigenen Toaster, dann ist das möglich, das bei uns ins System mit einzubinden. Genau. Und wenn man schon so ein Home-Automation-System oder sowas zu Hause hat, dann gibt's zumindest bei den verbreiteteren auch schon Plugins, wo unser System dann irgendwie reingehängt werden kann. Also Home Assistant ist ein sehr verbreitetes System, wo es einfach ein EVCC-Plugin gibt, womit man unser System quasi in das andere System einbetten kann, auch der Datenaustausch dazwischen dann quasi schon fertig ist. Genau. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, es läuft zu Hause auf einem eigenen Gerät, und das ist jetzt die Web-Ansicht da drauf. Ne? Die ist responsive, das heißt, ich kann das auf meinem Rechner angucken, ich kann das aber auch auf dem Telefon angucken. Und ich sehe da so ein paar Sachen. Ich sehe einmal den Energiefluss, also wie ist gerade der Zustand. Hier sieht man das oben, ist irgendwie diese Sonnenklammer relativ groß. Das heißt, der meiste Teil des Stroms wird irgendwie von der eigenen vom eigenen Sonnenüberschuss oder von der eigenen Sonnenenergie gedeckt. Und dann unten auf der Unterseite sieht man halt, wo fließt das Ganze hin, irgendwie ins Haus, ins Auto. Teilweise wird auch eingespeist, jetzt hier in dem gelben Bereich. Genau, ich habe so Lademodi, wo ich sagen kann, okay, lad mal jetzt einen PV-Überschuss oder lad mal jetzt schnell oder lad mal jetzt gerade gar nicht aus irgendeinem Grund. Ich habe noch Details zum Ladevorgang, wo ich jetzt sehen kann, wie lange lädt er eigentlich schon, wie viel hat er schon geladen. Das sind jetzt Demo-Daten, 270 Kilowattstunden in ein Model 3 reinladen, ist glaube ich schwierig, aber egal. Wir haben auch noch Zusatzinformationen wie Durchschnittspreis pro Ladevorgang und solche Dinge. Und auch noch Zustand zum Fahrzeug, sofern wir den irgendwie haben. Genau, man kann auch noch Dinge ausklappen, wenn man Bock auf noch mehr Zahlen hat. Ganz viele Leute haben das, ich auch, wo man dann wirklich nochmal so Breakdowns sieht, wo kommt das gerade her, wie viel Watt sieht das aus und so. Genau. So, Funktionen, was können wir so? Das eine hatte ich eben schon erzählt, ne? Das ist so unser Haupt-Use-Case, weswegen die meisten Leute auch auf uns kommen, ist, die haben eine Wallbox, die haben eine PV-Anlage und irgendwie wollen die beiden nicht miteinander reden. Da braucht man irgendwas, was jetzt macht, dass die was lesen kann, ob, was die PV-Anlage gerade produziert, beziehungsweise eigentlich noch spannender, ob ich gerade einspeise oder ob ich gerade nicht einspeise. Das heißt, eigentlich würde schon ein Netzzeller reichen, den wir auslesen können. Und dann habe ich eine Wallbox, die ich steuern kann, und unser System macht dann halt genau das, was hier in der Animation ist, ne? Also den Ladevorgang nicht dann machen, wenn ich es anstecke, sondern den verschieben auf dem Zeitpunkt, wo halt wirklich Überschussstrom da ist. Genau. Wenn ich noch eine Hausbatterie zu Hause habe, so ein Hausakku, was auch immer, dann unterstützen wir das auch. Das ist bei ganz vielen, also selbst bei den Herstellersystemen, wo ich irgendwie Wechselrichter und Wallbox vom gleichen Hersteller kaufe, ist es teilweise ein Problem, dass wenn ich es anstecke und die Wallbox einen Überschuss laden soll, die mir trotzdem dabei aber den ganzen Hausspeicher quasi leer zieht und dann abends zwar das Auto voll, aber der Hausspeicher leer ist und ich dann nachts wieder Strom aus dem Netz einkaufe, was ich vielleicht gar nicht wollte. Genau, deswegen haben wir da auch eine Regelung für gebaut. Heißt, wir kennen den Füllzustand des Hausspeichers und können unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel beim Überschussladen gucken, dass wir niemals den Hausspeicher leer ziehen oder nur unter bestimmten Bedingungen was aus dem Hausspeicher ziehen. Das heißt, wir können so Limits definieren und sagen, okay, der Hausspeicher, der soll abends mindestens auf, was habe ich jetzt hier gerade, auf 40% sein. Quasi alles, was drüber ist, darf dann gerne ins Auto gehen oder vielleicht auch sowas machen wie, wenn der Speicher richtig voll ist, dann bevor das im Speicher ist und wir dann einspeisen, lade doch lieber aktiv Dinge ins Auto rüber oder so. Das genau, da gibt es dann Regelungen und Sachen für und so, jetzt der dritte Part. Optional hatte ich eben schon gesagt, wenn das eigene Fahrzeug auch eine Schnittstelle hat, dann können wir da auch noch lustige Sachen mit dieser Schnittstelle tun, beziehungsweise neue Use Cases bauen, wenn wir diese Infos haben. Die zwei gängigsten sind einmal, dass man ein Ladelimit setzen kann.
ich hatte bislang immer gedacht, dass das Standard ist, dass alle Autos sowas machen können, wie lade den mal nur bis 90%, mach den mal nicht auf 100% voll. Stellt sich raus, ist nicht der Fall. Auch jetzt kann man noch neu produzierte Modelle, Autos, was auch immer kaufen, die, wenn du den ansteckst, dann lädt er eben so 100% voll und keine Ahnung, Hersteller sagt, für die Lebensdauer des Akkus ist es vielleicht kein Problem, aber viele Leute möchten das auch nicht, sondern wollen, dass das Auto vielleicht nur auf 90% oder auf 80% oder was auch mal geladen wird und haben aber keinen Bock, irgendwie abends ins Auto zu krabbeln und da irgendwie in den, an dem Regler was rumzustellen. Deswegen können wir das auch. Wenn das Auto eine Online-Schnittstelle hat, dann können wir sagen, beobachte mal den Füllstand des Autos und wenn das irgendwie auf 90% ist oder sowas, dann brech mal Ladevorgang ab, gib dem einfach mal keinen Strom mehr. Genau, das ist ein gängiger Use Case. Und was wir auch noch haben, gerade im Winter ist das ein total schöner Use Case, ist das Thema ist Mindestladung oder wir nennen das Mindestladung. Das heißt, Szenario, ich keine Ahnung, bin mit dem Auto unterwegs, komme abends wieder, der ist relativ leer, 5% oder sowas, ich stecke den an den Strom an, ist aber jetzt gerade dunkel, jetzt kriege ich ja gerade keinen Überschuss, eigentlich will ich aber eigentlich nur Überschuss laden. Und da kann ich ein Limit definieren und sagen, okay, guck mal, dass der, um so eine Notreichweite quasi zu haben, dass der also mindestens immer auf 20% ist und danach können wir anfangen mit Optimierungen und irgendwie PV-Überschuss laden zu machen. Das heißt, ich würde ihn mit 5% anstecken, das System erkennt, oh, das Auto ist ganz schön leer, lädt dann nochmal 15% drauf, bis es dieses 20% Limit erreicht hat und wenn am nächsten Morgen dann die Sonne aufgeht, dann würde er dann an der Stelle quasi weiterladen und dann weiter mit dem Überschuss was machen, ohne dass ich da selber irgendwie zwischenzeitlich Hand anlegen muss. Genau, dann ein ziemlich großes Thema, das fing im letzten Jahr so ein bisschen an. Ich habe das Gefühl, am Anfang des Jahres, Mitte des Jahres hat es nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen, auch was die Nutzer angeht, ist das Thema smartes Netzladen. Heißt, die Grundidee ist, selbst wenn ich einen Ökostromtarif habe, wo mir der Anbieter sagt, ja, 0% CO2, was auch immer, wenn ich irgendwas jetzt in die Steckdose anschließe, kriege ich halt den Strommix. Genauso wie mein Nachbar auch den Strommix kriegt und da ist erstmal egal, welchen Stromtarif ich habe. Das ist so ein bilanzielles Ding, dass das eine dann Ökostromtarif ist und das andere nicht. Dann wird irgendwie was zugekauft oder nicht zugekauft. Vom Prinzip ist es für Stromnetz beziehungsweise auch für den CO2-Output eine gute Geschichte, den Strom dann zu laden, wenn der wirklich, also wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist. Und es gibt ein paar total coole Seiten. So meine Lieblingsseite ist, glaube ich, Electricity Maps. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal irgendwie im Browser aufrufen. Am besten auf einem großen Screen, geht aber, glaube ich, auch klein. Wo man sehen kann, zu welchem Zeitpunkt wie der Energiemix auf Länderbasis oder auf Energiezonenbasis wie auch mal wieder aussieht. Das heißt, hier sieht man jetzt gerade, ich muss da jetzt mal rangehen, unten hat man so einen Slider, ne? Da kann man so links, rechts machen und man sieht dann für jedes Land, wie der Energiemix ist, wie viel ist gerade Windenergie, wie viel ist Sonne, importieren, exportieren wir irgendwas von den Nachbarn, das ist eine total coole Geschichte. Genau, und es gibt halt auch Vorhersagen für sowas. Das heißt, das ist jetzt eine Seite, die nennt sich Grünstromindex, die ist relativ simpel, da geht man irgendwie drauf, man gibt da eine Postleitzahl ein, klickt auf Enter und dann kriegt man sowas, dann kriegt man eine Vorhersage für die nächsten 3 oder 4 Tage, wo man sieht, wie hoch ist der Anteil der Erneuerbaren im Netz in deiner Region. Das heißt, das sind die Daten für heute. Das heißt, heute war zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, sind die Balken jetzt grün. Jetzt gerade ist nicht so geil, aber wenn wir ein bisschen warten, dann wird es wieder besser. Genau, da hat man jetzt erstmal keinen finanziellen Vorteil von, wenn man sich das wenn man anhand dieser Daten irgendwie lädt, aber man weiß auf jeden Fall, dass der, also die Netzbelastung bzw. dass der CO2-Ausstoß kleiner wird, wenn du es halt in den Stunden machst, wo sowieso viele Erneuerbare da sind. Genau, das heißt dieses, das ist jetzt die CO2-Sicht. Inzwischen gibt es das halt auch als Produkt für Stromtarife quasi. Ich habe seit Mitte des Jahres, zu Testzwecken habe ich gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Börsenstrompreis zu Hause, warum nicht? Was kann passieren? Bin da aber eigentlich total happy mit. Ich bin jetzt irgendwie Tipperkunde und habe bei meinem Stromzähler noch so einen kleinen Dongle da irgendwie dran, der irgendwie permanent die Daten, meine Stromverbrauchs und was auch immer an deren Server sendet. Das finde ich nicht so geil. Aber was ich gut finde, ist, dass die mir halt wirklich dass ich stundengenaue Preise kriege und auch eine Vorhersage für den nächsten Tag. Das heißt, immer mittags um 1 weiß ich, wie sieht der Strompreis für den nächsten Tag aus und dann kann ich Entscheidungen treffen und sagen, okay, heute kam vielleicht nicht genug vom Dach, aber ich stelle das Auto nicht jetzt an, sondern das kann heute Nacht irgendwie irgendwas laden oder sowas. Ne? Also man hat dann irgendwie hoch und tief und kann aufgrund dessen Entscheidungen treffen. Man kann aber auch manuell eine Entscheidung treffen und sagen, okay, die Wäsche oder die Spülmaschine, die stelle ich erst, sag mal, später an und nicht zu den Peakzeiten. Ne? Oft sieht das so aus wie hier. Man hat morgens so einen Peak und abends so einen Peak, wo der Strompreis relativ hoch ist, weil einfach relativ viele Leute gerade gleichzeitig Strom haben wollen und deswegen dann irgendwie neue Quellen angeschlossen werden müssen.
Wie auch mal. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema und ich würde davon ausgehen, dass diese Art von dynamischer Stromtarif, dass das einfach nochmal mehr wird. Ich glaube, es gibt sogar EU-Regulierungen, dass alle möglichen Stromanbieter das auch im Programm mindestens haben müssen. Über die nächsten Jahre Smart Meter Rollout spielt da noch mit rein. Egal, das ist ein ganz anderes Fass. Aber vom Prinzip, also das haben wir auch integriert. Das heißt, was ich auswählen kann, wenn ich so eine CO2-Stromquelle konfiguriert habe, wie das, CO2-Datenquelle integriert habe, wie das, was ich im Grünstromindex gezeigt habe, da ziehen wir dann auch wirklich Daten her, oder halt einen dynamischen Stromtarif habe, sowas wie Tibber. In anderen Ländern gibt es andere. Es gibt auch Länder, da ist das schon total verbreitet. Ne? Da haben wir auch Implementierung für. Ich glaube, wir haben irgendwie estländische Stromanbieter da drin, weil das da Leute benutzen. Dann habe ich irgendwie so eine Grafik. Das heißt, ich sehe eine ähnliche Darstellung wie eben. Genau, das sind jetzt, glaube ich, auch Daten für heute oder für gestern, habe ich einen Screenshot, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ich habe sogar, also den rechten Screenshot ist, glaube ich, sogar, dass wir unser Auto geladen hat. Das hat dann halt irgendwie um 1 Uhr gestartet, um 4 Uhr wieder aufgehört, wo ich dann so Limits setzen kann und sagen kann, okay, wenn der Strompreis unter 18 Cent fällt, dann darfst du loslegen quasi. Genau. Wenn ich das mit dem Limit mache, dann muss ich natürlich wissen, wie viele Stunden lädt mein Auto eigentlich, beziehungsweise wie viel Strom möchte ich eigentlich reinhaben. Was eigentlich noch geiler ist, gerade wenn wir den Ladezustand und die Akkugröße des Autos kennen, dann können wir das eigentlich auch für den Nutzer ausrechnen. Das heißt, was wir hier haben, ist eine Maske, da kann ich eingeben, wann will ich das Auto eigentlich wieder abstöpseln. Ich kann auch eingeben, wie voll soll das sein. Hier steht jetzt gerade 90% links im Text. Und ich kann sagen, okay, mach, dass das Auto auf 90% voll ist und mach mal, dass das, keine Ahnung, heute um 22 Uhr passiert. Und dann haben wir einen Ladeplaner, der halt im Zweifelsfall die Ladung startet, stoppt, wie auch immer, um dann genau das Ziel zu erreichen. Wo wir auch dran arbeiten, da gibt es irgendwie experimentelle Sachen gerade, dass wir sogar auch PV-Prognosen haben. Das heißt, wo wir sagen, okay, jetzt ist der Strom zwar gerade günstig, aber gleich geht die Sonne auf, vielleicht warten wir dann doch nochmal ein bisschen damit, weil die Erwartung ist, dass noch eigener Sonnenstrom da ist und man dann den auch nochmal präferieren will. Also da geht eine ganze Menge und da kann man auch mit Algorithmen noch eine ganze Menge machen. Genau, dann haben wir noch so Standardkrams wie wir protokollieren die Ladevorgänge in der eigenen Datenbank. Ich kann dann ganz viele Details, also für die Zahlenfans, man kann dann sehen pro Ladevorgang, was hat mich der genau gekostet und da rechnen wir die Einspeisevergütung gegen den aktuellen Börsenstrompreis, wenn man das denn hat und gucken uns auch den aktuellen CO2-Wert des Netzes und sowas an. Da passieren ganz viele abgefahrene Dinge. Kann ich danach irgendwie sehen, kann ich mir auch exportieren, wenn ich meinem Arbeitgeber irgendwas abrechnen muss, kann ich das darüber auch machen. Genau. Was wir später wahrscheinlich noch machen werden, ist irgendwie mehr Statistiken und mehr Bund und mehr Grafik, aber aktuell haben wir eine Tabellenansicht, das ist auch schon ganz gut. Genau, ein bisschen was haben wir. Wir haben, also was jetzt so ein bisschen größere Zahlen angeht, was wir jetzt eingebaut haben, relativ in den letzten Wochen, ist, dass man sich so eine Statistik gesammelt der letzten Jahres oder der letzten 30 Tage angeben lassen kann und dann halt sehen kann, okay, was war eigentlich mein durchschnittlicher Ladestrompreis? Ne? Also wenn ich jetzt, also was hat mich das Laden meines Autos, meines Geräts, was da irgendwie dran hängt, eigentlich gekostet? Was ist der durchschnittliche Gramm CO2 pro Kilowattstunde? Wie viel Prozent davon war Sonnenenergie? Genau, und das kann ich dann da irgendwie sehen, kann mal kurz checken, wie entwickelt sich eigentlich der Wert? Jo. Genau, was wir auch unterstützen, ich habe jetzt ja immer von, also der klassische Use Case ist wirklich, es gibt ein Eigenheim oder ein Haus, das hat eine PV-Anlage und dann gibt es eine Wallbox und dann gibt es ein Fahrzeug dazu. Was wir aber auch haben, weil die Technik halt erstmal genau die gleiche ist, ist halt Unterstützung für kleinere Setups. Das heißt, ich habe eine Balkon-PV-Anlage, ich habe also einen Mikrowechselrichter drunter, die steckt einfach irgendwie in meiner Steckdose. Dann habe ich eine Schaltsteckdose, wo was auch meine Heizung dran ist oder vielleicht wirklich mein E-Bike dranhängt. Oder meine Werkzeugakkus irgendwie in der Ladestation oder sowas und schalte die einfach gegeneinander. Das heißt, wenn morgen die Sonne aufgeht, dann schaltet die Schaltsteckdose an meinem, was auch immer, Bosch-Akkuladegerät, geht auf an und der fängt dann an zu laden und nicht abends, als ich ihn angeschlossen habe, zum Beispiel. Genau, das heißt Unterstützung für kleinere Setups. Und das Szenario gibt's halt auch. Also Leute, die keine Ahnung, viele Fahrzeuge haben, es gibt auch irgendwie, keine Ahnung, Firmen, die sagen, hier, ich habe hier 8 Ladestationen installiert und eine PV-Anlage auf dem Dach, können wir irgendwie, kann man das dafür benutzen? Und ja, kann man. Hindern wir erstmal niemanden dran, aber unser Kernding ist eigentlich so der Privat-Use-Case. Das ist immer so, wenn aus der Ecke die Anfragen kommen, dann sind wir meistens dabei, da eine Lösung für zu finden. Wenn wir so in die großen, so Flotten-Management-Setups gehen, ist das so der Bereich, wo wir sagen, na, weiß ich nicht, vielleicht muss er da auch auf eine kommerzielle Lösung gehen, weil das ist man schnell bei Sonderlocken, bei Berechtigungssachen und was auch immer, mit denen wir uns gar nicht so gerne auseinandersetzen wollen. Genau, über das Projekt.
bisschen was habe ich eben schon erzählt, wann es entstanden ist und so. Ich habe hier nochmal irgendwie Zahlen aktualisiert. Also wir haben mega viele Issues, kann man sich vorstellen. Ihr habt die Liste der unterschiedlichen Hersteller da gesehen. Zu jedem dieser Namen gab es wahrscheinlich irgendwann mal eine Diskussion. Irgendjemand, der das Gerät getestet hatte, der geguckt hatte, irgendwas geht da nicht, die Zahl ist falsch, Vorzeichen stimmt nicht, was auch immer. Das heißt, da ist eine ganze Menge unterwegs, auch jeden Tag. PRs, wir haben super viele Leute, die einfach sagen, ich habe hier meine eigene Implementierung gebaut, könnt ihr mal checken. Also ich habe geguckt, gestern waren es irgendwie mehr als 160 Leute, die am Kernprojekt irgendwie einzelne Dinge gemacht haben. Wir haben auch noch das Doku-Projekt und ein Übersetzungsprojekt und wie auch immer, da sind wahrscheinlich noch mal mehr Leute und auch andere Leute unterwegs. Wir kriegen relativ viel Feedback natürlich von Nutzern, ne? Also diese Liste der Hersteller, niemand von uns aus dem Kernteam hat diese ganzen Sachen zu Hause. Wir haben immer nur so einen Ausschnitt da und können gucken, ob das damit funktioniert. Und was natürlich total cool ist, in diesem Umfeld zu arbeiten, ist, du triffst immer wieder auf irgendwelche Experten für irgendwas. Ne? Also Leute, die sagen, oh ja, ich arbeite bei Firma XY, ich kann dir genau sagen, warum das so ist. Und du kriegst dann da Sachen, wo du denkst, okay, ja cool, das hat das Ganze viel einfacher gemacht, bevor wir das selber rausgefunden hätten. Das hätte wahrscheinlich deutlich länger gedauert. Genau, das ist nett. Also so einen direkten Kontakt A zu den Nutzern, aber auch B wirklich zu Leuten, die in dem Feld sich richtig gut auskennen, hatte ich vorher noch nicht, also zumindest in meinem professionellen Leben, also da hat man auch Kontakt zu Leuten, die sich mit guten Dingen auskennen, aber das ist strukturierter und deutlich kleiner, zumindest meiner Erfahrung nach, und das finde ich total cool an dem Projekt, wie das läuft. Genau, wir nutzen GitHub ganz viel für alle möglichen Dinge, GitHub Discussions ist so ein bisschen das Hauptding. Ich habe hier noch mal eine Anekdote, ein kleines Ding für auch merkwürdige Beispiele, die man kriegt. Wir haben Anfang des Jahres Ich habe, glaube ich, irgendwie Libraries aktualisiert und unser JavaScript-Bundle kleiner gemacht und ein bisschen modernere Technik eingesetzt, was auch immer. Und Tag später tauchte das da, also nicht genau so, aber vom Prinzip tauchte jemand bei den Issues auf und sagte, ja, ich habe das Update gemacht, jetzt geht das auf meinem Kühlschrank nicht mehr. Meine Reaktion war, bitte, was hat dein Kühlschrank damit zu tun? Und das ist halt so ein Samsung-Smart-Kühlschrank. Und diese große schwarze Fläche ist einfach ein riesiges Display. Und was er sich gemacht hat, ist, also das EVCC lief nicht auf dem Kühlschrank, sondern es lief irgendwo anders, aber da hat er halt den großen Webbrowser drauf gemacht und da war dann immer sein Zustand, sein Hauszustand, das, was ihr eben gesehen habt, war da groß angezeigt. Und stellt sich aber raus, das ist wohl ein sehr altes Android-System und ich habe gedacht, okay, so alte Browser wie, also das Update, was ich gemacht hatte, da wurde Browser-Support minimiert. Hatte gedacht, okay, das ist so alt, das benutzt keiner mehr. Stellt sich raus, da ist ein sehr altes Android-Betriebssystem drauf und er war ein bisschen unglücklich, dass er das dann nicht mehr benutzen konnte. Das heißt, wir unterstützen jetzt auch diese alten Geräte wieder, haben dafür noch eine Sonderlocke gebaut. Egal, also Nutzer ist wieder happy, aber also total spannend. Ne? Also Leute haben irgendwie Displays, also auch alte iPads irgendwo an die Wand hängen. Das macht natürlich total Sinn. Bevor man die in der Schublade liegen lässt, kann man die auch als ein Status-Display irgendwie in die Ecke packen. Naja, aber es ist lustig. Also man kann das auch nachlesen. Ich habe das Issue da drunter, wie auch immer. Genau, was wir auch haben, das ist ein Opt-in-Feature. Man kann auch sagen, diese Ladeleistung auf so einer ganz groben Ebene, man kann so Telemetrie nennen wir das, heißt, also im, ich weiß gar nicht, paar sekundlichen Abstand sammeln wir dann oder schickt die einzelne EVCC-Installation dann die Menge an Ladeenergie, die gerade benutzt wird und dann halt den Mix, beziehungsweise den Anteil des Eigenstroms und den Anteil des Netzstroms. Wenn man auf die Webseite geht, EVCC.io, zeige ich gleich auch nochmal, dann gibt's da oben auch so ein Widget. Wenn man da nachts drauf geht, ist das ein bisschen lahm, weil nachts scheint die Sonne nicht und da sind die Zahlen immer doof, aber wenn man da über Tag drauf guckt, dann ist das meistens schön. Und hier sind jetzt diese Zahlen, die man eigentlich auf der Webseite immer verfolgen kann, habe ich hier nochmal als ein Zeitdiagramm gemacht. Das heißt, das eine ist jetzt irgendwie letzte Woche im September, das andere ist die letzte Woche im Oktober. Man sieht, also es ist von den Zahlen sehr klein. Die Skala ist relativ ähnlich, aber man kann sehr gut die Tage erkennen. Man sieht, also die ausgefüllte Fläche ist, da laden Leute was. Und die grüne Fläche bedeutet, das ist wirklich Eigenstrom. Und die schwarze Fläche ist ein, da wird noch was aus dem Netz nachgezogen. Ob das jetzt günstiger oder grüner Strom ist, keine Ahnung. Also bewertet das Ding jetzt erstmal nicht, keine CO2- oder Preiskomponente drin, aber erstmal nur die Unterscheidung eigenproduzierter Strom oder Strom aus dem Netz. Man sieht jetzt einen Monat später, sieht das Ganze nicht mehr so geil aus. Es gibt Tage, da geht die Sonne zwar auf, aber eigentlich produziert man da ganz wenig, dann wird notgedrungen langsamer aus dem Netz geladen, aber was man aber auch sieht, ist, die Leute, die unser System nutzen, aber deswegen nutzen sie das wahrscheinlich, jetzt auch nicht einfach ihr Auto reinstecken und sagen, egal, mach mal volle Pulle, sondern das sieht sehr sehr gemäßigt aus quasi, ne? Und auch viel dann in den Nachtstunden, was dann passiert als Alternative, wenn zu Hause nichts kommt.
Genau, das gibt's natürlich auch noch. Wir haben ganz viele offene Schnittstellen und so. Das heißt, Leute bauen sich irgendwie Dinge, die Daten visualisieren. Also den Kühlschrank hatten wir gerade schon, aber auch Leute, die sich kleine Displays, kleine Devices, das Display auf der Wallbox irgendwie hacken, umfunktionieren, was auch immer, so dass man da noch irgendwie einen EVCC-Ladezustand, was auch immer sieht. Da passiert ganz viel lustiger Kram, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich was sehe, wo irgendjemand was postet. Genau, einmal zum Team. Ich muss mal ganz kurz, ich sehe die Zeit nicht, aber ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht in der Zeit. Genau, einmal zum Team. Ich habe ja schon gesagt, super viele Leute, die da contributen und was machen. Wir haben so ein inzwischen so ein Core-Team, also so drei Leute, die also relativ vom Start mit dabei und stecken da alle relativ viel private Zeit quasi rein. Und wir sind super unterschiedlich. Also ich habe ja schon gesagt, ich komme so eher aus der Webentwicklungs- und Oberflächenwelt, die anderen beiden nicht. Andi ist der Mensch, der sich ganz viel um die Regelungstechnik und ganz viel mit den Fahrzeugschnittstellen auseinandersetzt. Dann gibt's noch Uli, der ist gelernter Elektrotechniker, glaube ich, zumindest, also wenn es um Wallbox und Protokolle und wie wecke ich ein Fahrzeug standardkonform auf, was auch immer, wenn es um solche Sachen geht, dann weiß Uli da immer alles. Also dem legt man da ein Datenblatt hin und kurze Zeit später hat man eine Implementierung für irgendwas. Wir sind in dem, was wir können, was wir auch, wo wir ein bisschen herkommen, sind wir sehr unterschiedlich, aber das funktioniert irgendwie total gut, beziehungsweise ist auch, glaube ich, einer der Punkte, die machen, dass das dass der Output, also mir gefällt das zumindest, was wir da bauen, dass sich das sehr produktiv anfühlt. Genau, das heißt, wir nennen uns irgendwie Kernteam, das heißt, wir treffen uns regelmäßig, wir telefonieren uns irgendwie online zusammen, so wie man das halt macht, und genau, besprechen so ein bisschen die Richtung, was machen wir, geben wir das Thema an, geben wir das Thema nicht an, Hausmeistereikram, ne, gucken, dass die Issues nicht überlaufen, Moderation, wo das erforderlich ist, Releases bauen, Blogartikel schreiben, also wir haben einen Blog, ich bin so ein bisschen der einäugige Social Media Berater, hätte ich fast gesagt, bei uns. Das heißt, alles, was da so anfällt, landet dann meistens bei mir. Sowas wie mal einen Vortrag auf einer Konferenz halten, machen wir oder mache ich. Sticker erzähle ich gerne noch was zu, da vorne liegen welche. Das ist so ein bisschen das, was wir als Kernteam sehen. Was wir angefangen haben vor anderthalb Jahren, glaube ich, ist, dass wir uns Gedanken über Finanzierung und Sponsoring gemacht haben. Wir hatten vorher schon mit unterschiedlichen Wallbox-Herstellern und so, die so auf uns zugekommen sind und irgendwie Sachen angeboten und gemacht haben. So dieses, wir machen wirklich eine Partnerschaft mit einer großen Firma und sagen, EVCC soll irgendwie die Steuersoftware für unsere eigene Marke werden. Und dann müssen wir aber Roadmaps und Deadlines oder sowas machen. Da haben wir relativ schnell gesagt, das haben wir keinen Bock drauf. Das können wir auch nicht, so nebenberuflich in der Freizeit, was auch immer. Das heißt, was wir gesagt haben, ist eigentlich, würden wir gerne eine Finanzierung aus der Community raus haben. Also wir haben ganz viele Leute, die das benutzen, die es auch total toll finden. Genau, und da haben wir gesagt, lass uns lieber gucken, dass wir da uns darüber eine solide Basis aufbauen. Genau, das heißt, vom Prinzip ist der, also EVCC an sich ist quelloffen, ist vollständig quelloffen. Wir haben aber bei den kommerziellen Wallboxen, also die größeren, nicht Schaltsteckdosen oder sowas, haben wir gesagt, wenn du die benutzen willst in den Release-Builds, dann brauchst du einen Sponsor-Token von uns, und das kostet den kleinsten Betrag, den du einwerfen kannst, sind $2 im Monat. Wir haben auch einen Einmalbetrag, wenn man sagt, Abo ist irgendwie doof, und das kommt überraschend gut an. Das ist ein bisschen so ein Spagat, ne? Man macht irgendwie Open Source Projekt, ganz viele Leute arbeiten daran mit. Auf der anderen Seite hat man aber auch irgendwie Ausgaben, beziehungsweise wenn man das in professionell weiter betreiben will, dann muss auch irgendwie ein bisschen eine Gegenfinanzierung reinkommen, damit das funktioniert. Und ich glaube, wir haben ein ganz okayes Modell gefunden. Es gibt immer jemanden, der sagt, das geht aber ja gar nicht, dann ist das so, ne? Der Code ist open, da kann man machen, was man will. Was wir auch schon ein paar Mal hatten, sind so Redistribution-Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, irgendjemand, der ganz wenig mit dem Projekt zu tun hat, packaged das, tauscht das Logo aus, schickt das irgendwo hin und bei uns schlagen dann User auf, die sagen, das geht aber irgendwie nicht. Und wir sagen, ja, mag sein, aber das ist nicht die Version, die wir gebaut haben. Ne? Genau. Was wir dafür nutzen technisch ist GitHub Sponsoring. Da habe ich vorher noch gar nicht so viel mitgemacht, aber das ist eine total coole Geschichte, was GitHub da eigentlich eingeführt hat. Das heißt, da gibt's, wenn man einen GitHub-Account hat, gibt es einen relativ einfachen Weg, Projekte halt zu sponsern, zu supporten und sagen, denen gebe ich einen Einmalbetrag oder einen monatlichen Betrag, um die wirklich
zu unterstützen. GitHub bzw. Microsoft im Hintergrund berechnet da auch keine Gebühren. Das heißt, es ist wirklich so, dass das, was da reinfließt, auch wirklich beim Projekt aufschlägt. Oder wenn da was weggeht, ist es nur ein sehr kleiner Teil. Also im Vergleich zu einem PayPal oder sowas ist das ein sehr sehr lohnenswertes Modell. Und es ist für uns vor allem relativ einfach. Das heißt, wir wissen nichts über die einzelnen User. Wir wissen nicht mal, wo die wohnen. Wir sehen eine Liste an Usernames und dann kriegen wir am Ende des Monats irgendwie eine Zahl, mit der wir irgendwie arbeiten können. Genau. Auf der Webseite zeigen wir auch noch ein bisschen was. Wir haben so ein paar Wallbox-Hersteller, die gesagt haben, wir finden das Projekt cool. Wir würden euch trotzdem auch noch Geld geben. Das haben wir auch. Oder wo wir Hersteller haben, die wirklich aktiv mit uns zusammenarbeiten, sagen, sie würden gerne ihre eigene Implementierung bauen, könnt ihr es mal in die Hand nehmen oder sowas. Die Liste wächst auch langsam. Da sind nicht die großen Wallbox-Hersteller mit dabei, aber schon Wallbox-Hersteller, die halt sagen, sie wollen für ihre eigene Wallbox auch so ein System haben, was sie kennen, was sie den Usern empfehlen können und die ein Interesse daran haben, dass das gut funktioniert. Genau, und dann gibt es noch die User, die mehr als den Minimumbetrag geben, die tauchen dann nochmal auf der Webseite gesondert mit dem Logo auf. Genau. Und wenn man Sponsor wird und nicht auf einer Konferenz ist hier, dann schicken wir auch gerne Sticker zu. Das heißt, es gibt irgendwie ein Formular, wo man sich irgendwie eintragen kann und dann aktuell im wöchentlichen Abstand tüte ich irgendwie zu Hause Briefe ein und schicke dann Sticker in die Welt. Das ist auch eine lustige Geschichte. Und wenn die Sticker ankommen, gibt es dann auch ab und an User, die dann ein Foto von sich machen oder von ihrer eigenen Wallbox machen oder von dem Gerät, wo sie irgendwas draufgeklebt haben und das dann auf GitHub in einem Discussion-Thread wieder teilen. Das ist eine total schöne Validierung oder also zu sehen, wo läuft das eigentlich, in welchem Kontext ist das eigentlich. Und das ist auch nicht alles nur Deutschland. Also wir sind stark im deutschsprachigen Bereich, aber wir haben auch schon Dinge nach Australien geschickt und die Australier haben auch noch andere Probleme als wir haben. Die arbeiten ganz viel mit Off-Grid-Sachen zusammen. Aber es ist, ich glaube, Einsatz ist weltweit. Die Übersetzungsfolie habe ich nicht drin, aber genau, also vom Prinzip, ich glaube, wir haben aktuell 24 Sprachen oder so, in der das Ganze übersetzt ist, mit so einem Sprachübersetzungstool. Letzte Woche hat jemand Simple Chinese hinzugefügt, das sah sehr vollständig aus. Ich habe es nicht rückübersetzt, aber also es gibt Leute, die alle möglichen Sprachen sprechen, in unserem System benutzen und das ist irgendwie total cool, das so zu sehen. Genau. So, Abschlussfolie. Was sind so die nächsten Punkte, an denen wir arbeiten wollen? Also die größte Hürde, die man gerade noch hat, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist, wir haben zwar eine Web-UI, die ist auch aufgeräumt und ist auch wichtig, dass sie aufgeräumt ist, dass wir da nicht irgendwie 50.000 Schalter reinbauen und so. Das heißt, wenn das eingerichtet ist, dass es dann einfach zu bedienen ist. Unsere größte Achillesferse ist aber gerade noch der Einrichtungsprozess an sich, weil es gibt eine große YAML-Datei, da muss ich irgendwie alle möglichen Sachen eintragen. Das kann ich aus der Doku kopieren. Wir haben auch einen Kommandozeilenassistent, aber das Wort Kommandozeile taucht halt die ganze Zeit wieder bei auf. Das heißt, Leute müssen irgendwie wissen, was eine Kommandozeile ist. Und eine YAML-Datei, wenn das schon mal bearbeitet hat, wenn man dann Leerzeichenfehler macht, dann ist das alles doof und dann kriegt man blöde Fehlermeldung, kann man schlecht verstehen, wie auch immer. Also da arbeiten wir gerade dran, eine Web-UI zu bauen, da gibt es auch schon einen Entwicklungszustand, aber das ist so der größte Punkt gerade. Thema aktive Steuerung von Hausspeichern hatte ich eben schon gesagt. Also gerade dieser dynamische Strompreis-Use-Case bringt da jetzt nochmal eine neue Dynamik rein, plus das neue Hausspeicher jetzt auch die Möglichkeit, also eine offizielle Möglichkeit haben, wirklich die auch aus dem Netz zu laden oder aktiv in den Lade, also vorher war das so bei den Heimspeichern, die haben eigene Zähler am Netzschrank gehabt und die haben einfach, sind darauf programmiert gewesen, den Überschuss zu laden, auch nur Überschuss zu laden und fertig. Und es gab dann irgendwelche Hacks, mit denen man so irgendwie, keine Ahnung, Kalibrierungsprogramme ausfüllen konnte, mit denen man sich dann auch mal irgendwie aus dem Netz geladen hat. Da haben wir immer gesagt, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Dass wir da regelmäßig irgendwelche Wartungsprotokolle anschließen, wer weiß, was da noch mit dranhängt. Wobei die neuen Speicher halt wirklich aktiv Unterstützung dafür haben, dass man denen sagen kann, lade ich jetzt mal halb voll oder so. Und gerade mit dynamischen Stromtarifen macht das jetzt auch Sinn, beziehungsweise sind wir dabei, da irgendwie eine Unterstützung zu machen und zu sagen, okay, wenn über Tag der Speicher nicht voll geworden ist, aber heute Nacht ein günstiges Strompreisfenster ist, dann mach den über Nacht irgendwie mit damit voll, damit ich damit wieder günstig durch den nächsten Tag komme und auch die Spitzen abfangen kann zum Beispiel. Genau, da gibt es einen Ladeplaner, da hatte ich ja eben diese Übersicht gezeigt, wo man irgendwie eine Zielzeit und sowas angeben kann. Aktuell muss man immer eine Zielzeit händisch einstellen, gibt den Wunsch zu sagen, ich habe aber einen geregelten Job, ich muss jeden zweiten Donnerstag irgendwie nach dahin oder jeden Wochentag. Das heißt, wir wollen dann auch irgendwie eine UI haben, wo ich Pläne anlegen kann und ich einfach abends so reinstecken muss und mir kann dann völlig egal sein, was passiert und morgens ist das Ding immer auf 50% voll, wenn Werktag ist oder irgendwie sowas. Dass wir dafür Unterstützung machen. Genau, und das hatte ich eben schon gesagt, grafische Auswertung ist immer gut, wenn man Zahlen hat, dann will man die auch irgendwie nicht nur in Tabelle sehen, sondern auch in schöner sehen, ist auch ein Thema. Genau, dann bin ich schon auf der letzten Folie. Bedanke mich, dass ihr alle zugehört habt, nicht rausgegangen seid. Wenn man mehr zum Projekt wissen will,
gibt EVCC.io, das ist die Projektwebseite. Ich habe auch eine Webseite, das ist nicht so spannend, aber genau. Guckt euch das Projekt an, wenn ihr Fragen habt. Wir sind 42, ein paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Fragen, würde ich sagen. Genau. Wer Fragen hat, meldet sich, damit wir dann entsprechend das Mikrofon dahin geben können, damit auch alle was davon haben. Ansonsten vielen Dank. Dankeschön. Ja, hallo. Danke für deinen Vortrag. Mein Name ist Moritz. Ich fand das sehr spannend. Ich habe zu Hause eine PV-Anlage und kein E-Auto. Wäre also eher an der Lösung interessiert mit der schaltbaren Steckdose, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kam mir gleich noch eine Idee spontan. Ich kann die ja dann nur ein- und ausschalten und gibt es denn da auch eine Lösung, dass ich sage, die Steckdose bekommt einen Eingang vom Wechselrichter und einen Eingang vom Netzstrom und die kann dann eben hin und her schalten? Weißt du, worauf ich hinaus will? Also vom, oder kann ich die einfach nur an- und ausmachen? Also vom Prinzip ist das ja so, also die normalen PV-Anlagen, die man heute installiert, sind ja Eigenverbrauchanlagen. Das heißt, sie sind ja mit dem Hausnetz verbunden. Heißt, das, was die produziert, wird erstmal im Haus verbraucht und was dann über ist, geht dann halt ins Netz raus. Das heißt, für eine Steuerung von der Schaltsteckdose hätte ich jetzt gesagt, wäre das erstmal egal. Das heißt, also wenn ich weiß, ich habe Überschuss, kann ich die anmachen. Was man bei den Schaltsteckdosen sogar auch machen kann, wenn ich den Verbraucher zum Beispiel kenne. Wenn ich weiß, da steckt jetzt mein E-Bike dran und mein E-Bike braucht, wenn das lädt, braucht, dann zieht das 150 Watt. Dann kann ich das auch einstellen und sagen, geh mal nicht direkt bei jedem Überschuss an, sondern geh an, wenn du 150 Watt über hast, dann darf diese Steckdose zum Beispiel an sein. Und wenn nicht mehr 150 Watt über ist, dann mach die Steckdose wieder aus. Solche Sachen kann man machen. Genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, im Prinzip genau. Also das, was meine Idee ist, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber es hat mich interessiert, ob du vielleicht schon mal was von gehört hast. Ja. Von so einer Steckdose. Ja, also die Schaltsteckdosen sind in der Regel halt, also wie gesagt, relativ dumm, die können halt an und die können aus. Und wenn die gut sind, haben die auch noch einen Stromzähler. Da kann man diese Sachen mit dem, wobei nee, selbst wenn die keinen Stromzähler haben, kann ich das mit diesem 150 Watt, was ich eben gesagt habe, machen. Aber wenn wir eine Rückmeldung aus der Steckdose kriegen, was der echte Verbrauch ist, dann kann man natürlich auch nochmal mit den echten Werten arbeiten und gucken, was zieht die gerade und so. Ja. Und wir haben hier einen Vortrag. Ich habe eine ganz simple Frage. Wie viele Nutzer? Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja eben dieses Deine Hardware, deine Daten-Dingens da gezeigt und wir haben dieses Community-Opt-in für Datensammlung eingebaut. Das haben wir beschränkt auf alle Leute, die auch nur Sponsoren sind, weil wir auch keinen Bock haben, dass dann Leute ein Skript schreiben und da irgendwie mega große Werte, also was auch immer. Deswegen haben wir gesagt, komm, alle Leute, die uns wohlgesonnen sind, die das Projekt finanziell unterstützen, für die bieten wir ein Opt-in. Das kann man auf der Website auch, glaube ich, sehen, wie viele Leute das gemacht haben. Das sind, glaube ich, 2.500 Leute, die das jetzt gemacht haben. Das ist aber eine Submenge von der Submenge von der Submenge. Es gibt auch ganz viele Leute, die das Projekt nehmen, die sagen, sie haben keinen Bock auf das Bezahlding. Sie bauen sich da irgendwie die Zeilen Code aus, die das machen. Ist auch total okay, solange sie es nicht weiterverkaufen und dir Support zu uns schicken. Was wir haben bei uns sind, also wir bieten es auch als Debian-Paket an, was die Hauptgeschichte ist, die auf die Raspberries halt kommt, aber auch auf andere Systeme. Da sind wir inzwischen aus dem Free-Tier für Open Source von dem Hosting-Anbieter quasi rausgewachsen und müssen da jetzt monatlich extra bezahlen, alles gut. Da machen wir gerade, ich glaube, 250 Gigabyte Datentransfer im Monat. Unser Paket ist 20 Megabyte groß. Ich weiß nicht, ob man das so hochrechnen kann. Da würde eine Millionenzahl bei rauskommen, das klingt unplausibel. Wie auch immer, aber ich glaube, es sind viele Nutzer. Ja, Mann, du hattest gesagt, die Unterstützung von Wallboxen hängt davon ab, ob es kommerzielle Wallboxen sind. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Das ist eine schwammige Definition. Sag ruhig weiter, ich habe eine Idee. Wollte. Ja, also genau. Also ich habe den Satz nicht komplett vorgelesen, den ich da draufgeschrieben habe. Also vom Prinzip ist es so, wir haben etwas wie bastlerfreundliche Wallboxen, haben wir sie genannt, oder Wallboxen, wo der Hersteller aktiv auf uns zukommt und sagt, mach mal, dass das geht. Genau, OpenWB ist damit drin. Es gibt auch den
Warp Charger, das ist so eine Open Hardware Wallbox, die relativ verbreitet und auch relativ beliebt ist. Das sind alles Wallboxen, die halt ohne Sponsoring damit drin sind. Es gibt auch teilweise so Charging Controller, mit denen man dann irgendwie, wenn man sich mit Elektrotechnik auskennt und doch irgendwie weiß, was ein Schütz ist oder sowas, seine eigenen Sachen bauen kann. Auch das ist alles ohne Sponsorgeschichte. Also das, wo wir das Sponsoring davor gemacht haben, ist in der Regel wirklich ein, keine Ahnung, großer kommerzieller Hersteller oder so. Wobei OpenWP, also alle Leute, die irgendwas verkaufen, sind irgendwie kommerzielle Hersteller, aber wir probieren da eine Linie zu ziehen, die uns sinnvoll erscheint, ja. Zwei Fragen habe ich noch. Die nächste wäre, du hast ja eine Folie gehabt, ob der mehr als eine Wallbox drauf ist. Und dann bist du ja automatisch in so einem Lab-Management da auch schnell drin. Was passiert dann bei der zweiten, dritten, vierten und der Gesamtkapazität, die ich jetzt nicht kriege? Ja. Genau, Lastmanagement ist ein Thema, also ist auch schon relativ lange ein Thema. Aktuell haben wir im Hauptrelease ist kein Lastmanagement drin. Es gibt jetzt schon seit anderthalb Jahren einen relativ aktiven Branch, wo eine Lastmanagement-Implementierung drin ist. Die Chancen stehen auch gut, dass der das in den Hauptbranch macht. Das ändert einige Dinge. Das heißt, es gibt aktuell eine ganze Menge EVCC-User, die so ein aktives Lastmanagement oder dynamisches Lastmanagement quasi damit machen, die halt, wo wir dann halt gucken, in einem sicheren Modus, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Gesamtsumme an Leistung oder Strom überschreiten. Genau, aber aktuell ist es nicht drin, aber es ist in der Tat was, wo Leute dran arbeiten und was ein Thema ist. Letzte Frage von meiner Seite vor heute. Du hast vorhin gesagt, die Batterien mit Nacht mit Strom laden, ist das in Deutschland dann rechtlich okay oder ist das mehr so auf eine Verantwortung? Ich muss jetzt den großen, keine Rechtsberatung Disclaimer machen. Was in Deutschland, glaube ich, rechtlich nicht okay ist, ist den Akkuspeicher nehmen und den einfach gegen Einspeisevergütung ins Netz zu entleeren. Ich glaube, da ist man auf dem Bereich, wo es dann irgendwie so Subventionsbetrug oder was auch immer ist, weil Einspeisevergütung dafür nicht gedacht ist. Das Laden aus dem Netz ist meines Wissens nach unproblematisch. Das darf man, glaube ich, machen. Also, dass du den Speicher einfach mit Netzstrom voll machst. Also es gibt ja sogar Anbieter, die so Komplettlösungen anbieten, die das als ein Feature haben. Einer der ersten Anbieter war Sonnen, die so Heimspeicher gemacht haben, die sogar damit, also die dann gesagt haben, okay, der Speicher installierst du bei dir, wir haben aber die Kontrolle und wir können den entladen also die können den sogar laden und wieder entladen und haben damit so virtuelles Kraftwerk geschaffen. Ich weiß nicht genau, ob das eine andere, also das ist wahrscheinlich nochmal eine Sonderregelung. Ich weiß nicht, ob das auf alle Haushalte dann übertragbar ist, aber meines Wissens nach ist Laden aus dem Netz okay. ja, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, dass ihr auf der Webseite noch-lübeck.de gerne angehalten seid, Feedback für diesen hervorragenden Vortrag zu hinterlassen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal dabei seid wieder. Vielen Dank. Dankeschön.